Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Total War Warhammer 3 mit den Skaven. Genauer mit Clan Skryer unter Igid Claw. Und ja, das Wiesenland wird langsam zurückgedrängt und zurückgedroschen. Und wir starten jetzt richtig stark die Gegenoffensive. Ach Mensch, guck mal. Können wir sogar machen. Perfekt, Igid. Vorwärts. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ja, easy. Ich hoffe, ich nehme niemanden was weg, indem ich jetzt die Stadtkämpfe nicht zeige. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass das genau wie mir geht und es viele nicht so sehr interessiert. Außer Stadtverteidigung vielleicht, bei denen du was rausholen kannst, aber Stadtangriffe sind halt immer... Oh ja... Ihr wisst es bestimmt, also es ist in Warhammer nicht wirklich immer... Du hast es einmal gesehen und erlebt und dann hast du es einfach immer das gleiche Spiel in der Hinsicht. Feldschlachten sind oftmals ein bisschen abwechslungsreicher, vor allem weil auch schneller. Bei einer Stadt, gerade wenn du eine Armee, die hast, die stark Fernkampf- oder Kavallerielastig ist, musst du halt sehr viel außenrum spielen. Gerade bei so einer Artillerie- und Fernkampflastigen Armee geht auf, ist vieles einfach nur, den Gegner langsam zu zerschießen und zu zermürben. Fähigkeiten zu schwächen und dann irgendwann reinzugehen und ja, das streckt halt alles einfach ziemlich. Ja. Wir machen mal ein paar Dinge weiter. Ich hätte jetzt gerne bitte mehr Geld. Das klingt sehr angenehm. So, Treer. Treer, um den ich mich schere. Du gehst hier mal vor und fängst vielleicht noch ein paar Gegner ab. Haben wir das nicht eigentlich schon gemacht? Ja, ja, das war ja die Anführerin da. Ich würde schon sagen, ich habe jetzt nicht den falschen Spielstand geladen, oder? Nee. Ja, infiziert kommt jetzt nochmal mit einer Armee. Dann haben wir Pustin. Der bleibt einfach mal so auf Bereitschaft hier im Wald. Und das dauert, glaube ich, auch gar nicht mehr so lange, dass man sich die Rattenflut ankündigt, ne? Schauen wir mal. So, Igid kann dann einfach mal weiter vor, würde ich sagen. Mit der nächsten Runde. Ich glaube, das war es dann auch, was wir hier machen können. Ich hätte gerne noch eine Verdammnisrakete. Herzlichen Dank. So, jetzt wo wir die haben, was können wir denn noch machen? Equip and murder. Wir haben ja ein paar Warpbohrer, ne? Werde Zeuge. Trefferpunkte unter 50%. Komm, geben wir erstmal die Regeneration. Okay, wie schaut's aus bei meinen wunderbaren Unterstädten hier drüben? Bei der Operation Untergrabt Ultuan. Wir haben dann Ultuan und Unter-Ultuan. Das ist wie mit Ulm, ey. Wo wohnst du? Ulm. Wie, in Ulm, um Ulm oder um Ulm herum? ja. Ich wohne in Unter-Ultuan. Ich wohne um Unter-Ultuan herum. Das geht echt in die gleiche Richtung, ey. Shit. So. Ja gut, ich würde sagen, wir sind durch. Können wir irgendwas diplomatisch machen? Habe ich lange nicht mehr geschaut. Schneller Handel und so. Ja, mit dem Stamm hier, aber... Kemri möchte handeln. Da sage ich nicht nein, das bringt uns nämlich gut Geld. Die blutige Hand. Da könnte man mit dem militärischen Zugang schon ziemlich was rausholen, aber andererseits, dann könnten die Zwerge mir auch schneller den Krieg erklären, wenn ich mit euch ein Abkommen mache. Stimmt, die haben mir ja auch irgendwann mal den Krieg erklärt. Ich habe zwar niemals irgendwas gemacht und nicht mal... Okay, irgendwann sehe ich einfach eine riesige Armee. 10 große Schiffe voll mit Echsenmenschen, die so auf meine Küste branden. Dann werde ich nicht mehr lachen. Ich sehe es schon. Von mir habt ihr es zuerst gehört. Auch wenn ich meinen eigenen Untergang jinxe. Dann kann ich wenigstens sagen, ich habe recht gehabt am Ende. Während ich so in Flammen aufgehe. Wenigstens gehe ich... mit einem Gefühl, richtig gelegen zu haben aus dieser Welt. So. Rattenflut gegen grüne Flut, was haben wir denn da? Oh mein Gott, jetzt werd ich sauer. Weil wir hatten von Itza besiegen müssen und der ja quasi Saurisse hat. Ihr versteht den Witz, jetzt werd ich sauer. Das muss doch speziell einlokalisiert werden. Das funktioniert doch, glaube ich, im Englischen gar nicht, der Witz. Ich meine, das ist ja auch im Englischen Sauruses und da kann man jetzt nicht so den Gag machen. Frag mich jetzt echt mit diesem... Hat dir jemand echt einen Spaß erlaubt, ey. Rattenflut gegen grüne Flut. Den in Schatten, ja. Da kriegen wir auch Grünhautkonflikt. Was macht Grünhautkonflikt? Darf ich das mir mal angucken?
Plus 10 Führerschaft. Okay, das wäre ganz nett für die gespawnten Ratten, dass die länger stehen, dass wir die Warp-Bomben zünden können. Ansonsten zerschieße ich die Gegner eh, bevor sie was machen können. Master Engineer. Was holen wir uns hier? Ich hätte am liebsten nochmal einen Warlock-Techniker und einen Priester, ne? Ich habe auch ein paar Todeswind-Kugelgrenadiere, die könnte ich auch noch gescheit einsetzen. Wir haben gut Artillerie, wir haben Just Sales. Ich bräuchte noch irgendwas Nahkampftechnisches, ne? Ein Trupp Warp-Bohrer, würde ich mal sagen. Machen wir mal. Und der Rest wären dann wirklich Helden. Noch ein Techniker. Schwingen, schlagen, stechen, pieken, schießen. Dieser Krieger meistert jede Technik im Umgang mit der Waffe. Ja, schön und gut, aber die Reduktion der Nachladezeit, er hat doch nicht mal eine Waffe. Warlock-Techniker, selbst wenn die auf einen Dingschredderer gehen, haben die auch keine. Eigentlich haben die keinen Fernkampf, da bringt es nicht viel. C ist ganz gut, dann kann der länger tanken. Die Triangulierung bitte. Die ballistische Kalibrierung. Und dann hätte ich eigentlich gerne noch, ja genau, einen Seuchenpriester. Was machen Eschenzauberer eigentlich? Ja gut, Seuchenpriester ist mir eigentlich wichtiger. Wobsteinhamsterer. Für, ja doch, ein paar Sachen bekommen zumindest ein bisschen weniger Unterhalt von da. Aber diszipliniert ist auch nicht schlecht. Führerschaft und Nahkampfangriff. Wisst ihr was, wir machen diszipliniert. Nummer 2 Nahkampfangriff. Man könnte meinen, das braucht die Armee nicht, weil wir eigentlich nie in den Nahkampf kommen. Aber die Führerschaft ist schon mal nicht schlecht in den Nahkampf. Ich meine, das zählt halt auch, diese +2, +2, zählt auch für meine gespawnten Ratten. Die Clan-Ratten immer wieder von Man is Below. Und das kann auch einen großen Unterschied machen. Weil ganz ehrlich, bei Warpsteinhamsterer, das würde für die 2 Warblitzkanonen zählen. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts gehabt, was da noch reingezählt hätte für diesen Bonus. Wir haben keine Flammenwerfer dabei. Und die anderen Einheiten, glaube ich, auch nicht, die da gezählt hätten für. Okay. Wir sind durch mit der Runde. Warte, wir... Das war das erste Mal, dass ich auf Runde bin. Nee, ich habe schon... Oh nein, ich habe vergessen, mit Ikit weiter vorzustoßen. Ich habe jetzt eine Runde übersprungen quasi. Ich war gedanklich immer noch bei der ersten Runde, die ich beendet habe heute. Dabei sind wir schon weiter. Na, ja gut, okay, die eine Runde, was soll's. Jetzt wiesen halt einfach so. Vielen Dank für diese eine Runde Pause. Wir haben unsere 20 Armeen wiederhergestellt. Nein. Und da stand... Nein. Nicht immer meine... Hör doch auf damit. Lass doch mal die Städte stehen. Ich möchte doch nur in Frieden hier meine Rattendinge tun. Unterirdisch. Alter, wie ich hier weiter und hintenrum wird es wieder zerstört. Das erinnert mich so richtig an diese Szene am Ende vom rosa-roten Panzer, wo diese Säule angemalt wird in 2 verschiedenen Farben und die ganze im Kreis rennen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist's denn wirklich schon so spät? Jetzt habe ich einen Ohrwurm, herzlichen Dank. Steh oder stirb. Ohrwurm, Ohrwurm, steh oder stirb! Das hat er sich auch gedacht. Ich hätte gerne Rattenflut, danke. Solchen Ausschlag. Ja, komm, mach mal. So. Infiziert, geht vor. Aber die Festung soll das gerade ziemlich allein gelassen hier. Herr Dieter Meier, ich möchte Sie mal bitte auf dem offenen Felde zum Duell herausfordern. Der Federhandschuh wurde geworfen, geschmissen. Yes, yes. Ah, du hast, glaube ich, fast alles, was ich brauche, so was dieses hier angeht. Du hast Blitzschlag, komm, kannst du ja auf die höchste Stufe mitnehmen, das kann man bestimmt auch mal brauchen. Dann, ja, würde ich mal sagen, haben wir denn solche Priester hier noch? Der hat eigentlich alles, was wir brauchen. Dann können wir den einfach noch ein bisschen... Ah, der ist auch auf dieser Glocke unterwegs. Das lassen wir mal lieber, dass ein kleineres Ziel ist. Geschwindigkeit ist okay. Was hast du für ein Reittier? Keins. Ah, okay, dann haben wir das schon richtig gemacht. Sehr schön. Da haben wir doch einen Techniker. Mit seiner wunderschönen Gasmaske. So, mein liebes Wiesenland. Knapper Sieg. Das Schöne ist, ich begegne denen außerhalb der Mauern auf offenem Felde.
Und ganz ehrlich, ich könnte ihn jetzt per Blitzschlag sagen, wir machen einfach nur diese Armee weg. Ah. Halt, einen Moment mal. Aber hä? Wieso? Wieso greife ich denn die Festung... Moment mal, die Festung stö... Die Festung geht quasi vor ihn, um ihn... Interessant. Das heißt, wir müssen wirklich die Festung angreifen, um ihn anzugreifen. Das ist ja blöd. Ich meine, okay, wir könnten das... Wisst ihr was? Ich möchte einfach Festung Soll zurückhaben. Wir machen das jetzt bei Blitzschlag. Und holen uns das Ding. Holen uns nochmal Truppen zurück. Ich habe jetzt wirklich... Ich habe die Festung auf offen... Ich habe die Festung in der Festung besiegt, aber nicht eingenommen. Das ist mir zu hoch hoch. So, Festung Soll ist mal wieder meins. Der Typ steht, sitzt jetzt hier ein bisschen fest. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt gleich einen Gegenangriff bekommen. Aber für den Fall habe ich halt eben ganz gut Truppen da. Zumindest eine ganz gute Garnison. Aber das sind halt... Oh, das ist schon... Das ist böse. Das könnte vielleicht nach hinten losgehen, da ich da so überstürzt reingerannt bin. Wie schaut's denn hier überhaupt aus? Komme ich bis da hinten? Ich komme nicht ganz durch, leider. Schade. Aber egal. Andererseits, ich käme hier aber ran. Was für Armeen habe ich hier eigentlich? Was seid ihr? Was habe ich da versucht? Ich meine, okay, das ist mein Todesrede und da verstehe ich den Gedankengang. Ja, das ist eine Mini-Stadt, die holen wir uns fix. Wir haben Probleme mit Nahrung, von daher musst du auf Stufe 1 zurechtkommen. Ikket! Du wirst jetzt auch wieder besser. Auch wenn es da nicht mehr viel gibt, was man bei dir machen kann. Mach einfach noch ein bisschen Magie, das klingt okay. Was können wir denn noch an Forschung machen? Oh, generierte Nahrung, mehr Nahrungskapazität. Ja, bitte. Her damit. Warlock-Techniker. Das heutende Verderben habe ich. Ach komm, nimm noch den Spaltruf mit. Oh meine, so viele Helden einfach nur. Könnte man nicht irgendwie im Vorfeld schon festlegen, was die haben sollten? Dass man das nicht jedes Mal einzeln machen muss? Hm. Oh. Mobilität steigern, dann Einkommen. Das könnte man auch alles mal. Gerade Mobilität steigern. Das hätte bei Ikit jetzt... Obwohl... Wirkt das auch kumulativ? Da bin ich mir gerade unsicher. Ja, mach mal Wachstum. So, wenn die nicht sofort angreifen, kann sich die Festung soll wenigstens ein bisschen erholen. Aber ich habe Angst, dass die jetzt gleich sofort anklopfen und sagen, hey, oh, ich hab's gecallt! Ich hab's sowas von gecallt! Ich krieg die... Okay, es sind jetzt keine 10 Armeen, aber... Oh, da kann ich auch mit Unterstützungen mit den... Nee, tut mir leid, ihr müsst leider drauf gehen, liebe Stadt. Oh nein, ich hab's wirklich... Scheiße! Okay, da haben wir aber eine bisschen bessere Siedlung. Da haben wir eine... Ach du Scheiße, die haben da heilige Kroxigore. Oh nein! Das war doch eigentlich als Scherz gemacht. Shit. Shit! Ich hasse das, wenn das passiert. Aber ich meine, die haben einmal Sturm. Oh, die haben halt wirklich verdammt viele Helden und verdammt starke Einheiten. Ich muss einfach Verluste verursachen, so gut es geht, würde ich mal sagen. Was anderes sehe ich jetzt gerade nicht als Chance. Aber da muss ich jetzt mal ein bisschen was gegen tun, weil das wird jetzt richtig teuer. Ich muss... Naja, was will man tun, ne? Ja, Kackbratz aus Itzai. Ja, wie lange kann ich euch halten? Ist die Frage. Kampfechsenreiter. Ihr seid ja eigentlich gegen... Ah, ihr seid gegen große Feinde. Kampfechsen mit Sperren und jede Menge Kroxigore. Eigentlich könnte ich die hier hinstellen.
zusammen mit einem Türmchen, der hier ein bisschen schießt. Warum nicht? Dann brauche ich einfach nur irgendwelchen Trash, der da die Stellung hält. Gehörnte Kampfwechselreiter mit Speer. Oh, wie habe ich das jetzt schon wieder gemacht? Ich habe schon wieder geschafft, die Steuerung irgendwie kaputt zu machen, dass sie... Oh, dass die Kamera ewig langsam ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schon wieder geschafft habe. Ich habe doch nur einmal hier gedrückt. Es wird immer schlimmer mit jedem bisschen, wo ich versuche... Einheitenkamera. Ah, ich meine... Ah, es macht es trotzdem nicht besser. Ah! Ah, Bild runter und Bild hoch bestimmt die Kamerageschwindigkeit. Interessant, da bin ich da aussehends auf Bild runtergekommen, wie es aussieht. Okay, besser, besser. Ich glaube, das Problem hatte ich schon mal und habe mich übelst drüber aufgeregt. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. So, ich erwarte gar nicht zu gewinnen. Ich möchte bloß den Tag vermiesen, so gut es geht. Die kommen wirklich nur von den drei Richtungen. Das ist interessant. Ich könnte auch eine Nuke zünden an einer der Stellen. Also, ich meine, meine Chancen sind nicht ultra schlecht. Aber gut sieht trotzdem anders aus, möchte ich. Ich möchte es mal so formulieren. Wo sind die meisten Helden von den Saurus Hornnacken? Das ist das Kingpriester für Bestien. Ich hätte vielleicht wirklich gerne noch meine Schattenläufer hier drüben. Und einmal sogar noch hier ein bisschen was. Dann haben wir noch normale Clanratten. Eine bleibt mal als Reserve da. Andere bleiben mal hier dazu. Und dann hätte ich einmal noch gerne Fangkämpfer hier. Das ist okay. Ja, dann baust du mal den Turm! Alter, danke. Also wirklich. Unverschämtheit. Okay, ab geht's. Was soll ich tun? Aber wir können eine Warpbombe zünden. Wir könnten andere Typen zünden. Wir können so viele. Oh nein, ich krieg erstmal. Viecher ins Gesicht. DE. Ich muss gestehen, ich hätte schon ein bisschen Bock. Ja, der hat so viel Rüstung. Ist eigentlich egal, worauf du schießt hier. Jetzt haben die sogar noch Barrieren. Was ist denn mit euch? Könnt ihr mal aufhören mit eurem Scheiß? Oh, eine Skin-Kohorte. Da habe ich sogar eine Chance, dass es down geht. Vielleicht bringt es ja was, um die ein bisschen aufzuhalten. Wo ich nicht weiß, wie gut es dann wirkt gegen die SA. Es kommt da ein bisschen Giftwind-Krieger-Action rein. Ich hoffe, das bringt ein bisschen was. Ihr vergiftet der Gegner auch, ne? Giftwind, Schaden überzeugen. Ah, es macht Schaden die Sekunde auch. Das ist wichtig, finde ich. Die meisten Gegner kommen halt von hier. Ah, das könnte funktionieren. Mal gucken, ob es großartig Schaden an den Saugnus-Saurus-Kriegern macht. Hätte besser sein können, aber es hätte auch viel schlechter sein können. Ich sehe es mal so. Ich bräuchte mindestens Türme, die Panzerungsdurchbrechung haben. Obwohl, der rüstungsdurchdringende Schaden ist ja gar nicht so viel stärker. Das macht schon... Das ist wahrscheinlich besser, einfach so Türme zu spammen in Masse.
kleinen Red Spears. Ich will ehrlich sein, es ist zu verlockend, das zu tun. Tut mir leid, liebe Skaven Slaves. Es ist nichts Persönliches. Wobei, eigentlich ja schon. Oh boy, der hat gesessen. Trotzdem sind meine Chancen nicht allzu hoch. Schon. Ich kann nicht oft genug betonen, wie frech das eigentlich ist. Ich meine, hier habe ich schon mal eine ganz gute Flucht ausgelöst. Das ist nicht schlecht. Also die Warp-Bombe hat gesessen. Die hat richtig gesessen. Die saß im Gesäß. Ja, was will ich noch machen? Großartig. Ich habe eigentlich kaum Reserven. Hier habe ich noch eine Reserve ein bisschen, die ihr aushelfen kann. Habt ihr eigentlich irgendwas Rüstungsdurchbrechendes? Ne, habt ihr nicht. Von daher bringt es gegen die Coxigore auch nur bedingt viel. So, Sonar. Ja, nee, trotzdem ganz. Das ist, ich werde jetzt einfach noch die übelste Aufgabe. Ich meine, vielleicht kriege ich den Anführer da richtig stark reduziert noch. Faster Scary. Zack, Giftschaden und Schaden über Zeit noch schön. Ja, genau. Mach die wirklich weg, die Einheiten hier. Das ist wichtig. Okay, die sind so gut wie ausgeschaltet. Ihr könnt mir da drüben helfen, irgendwie. Wir können da wirklich noch Leute gebrauchen. Ah, shit. Ja, da brechen die jetzt halt durch. Und zwar ziemlich heftig. Ah, es ändert nichts daran, dass sie trotzdem gut Verluste gemacht haben. Muss man ja sagen. Komm, wir schauen, dass wir noch ein bisschen Zeit erkaufen. Werden wir richtig heftig überrannt. Aber guck mal, den Typen kriegen wir jetzt wahrscheinlich wirklich down. Dank den ganzen Sturmratten und den Assassinen, die jetzt hier drauf schießen. Ich habe den zumindest gut was mitgegeben. Das ist das Wichtige. Oh, ich möchte da mal reinschießen können, geschafft mit den Globadiers. Komm, schildert noch ein bisschen Zeit bitte, bis die Globadiers hier sind. Hier sollen da mal ein paar richtig schöne Giftspratzer reinsetzen können. Warp-Bombe habe ich leider keine mehr. Ich hätte jetzt gerne noch eine zweite zum Hinzufügen. Komm, kriegt ihr von hier geworfen? Komm, werft da richtig schön geil rein. Das könnte so viel Schaden machen. Wo werft ihr hin? Was tut ihr? Ihr Narren! So fühlen sich wirklich Skaven-Kommandanten, ohne Scheiß. Werft!
Ja, von mir aus werf da rein, das ist auch gut genug. Komm, wir lassen jetzt mal alle hier. Ernsthaft. Der macht jetzt doch echt meine Gatterrunner weg. Egal. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt noch richtig schön reingiften können. Ja, der geht trotzdem langsam drauf. Oh Gott, der ausgeteilte Schaden. Einfach nur meine Fresse, hauen die rein. Komm, nochmal. Nein. Das war gar nicht gut, dass die jetzt angekommen sind. Boah, die Gegner eigentlich immer noch hier schön versammelt, wie bisher. Schade, jetzt kriege ich sie, glaube ich, nicht mehr da gehalten. Ich glaube, es war ein Fehler, da wirklich meine anderen Waffen dahin zu setzen. Egal, wir upgraden mal den Turm hier. Advance with Schwanz. Yes, yes. Also diese Coxigorier sind so gut wie down. Der Typ ist das letzte Mal weggerannt. Lassen wir mal Gehörnte, die sich ein bisschen erwischen lassen. Bei den Globedeers ist es wichtig, dass sie vielleicht von hier oben noch mal gescheit ein bisschen schießen können. Da brauchen wir hier noch mal ein bisschen Ablenkung. Machen wir das Beste aus allem, würde ich mal sagen. Gibt ihr die hier? Irgendwie beschossen, vielleicht so. Ich möchte nur, dass ihr noch ein paar Mal schießen könnt hier effektiv. Ein paar gute Giftwind-Seifen müssen da nochmal sitzen. Aber irgendwie. Jetzt, okay. Ich müsste jetzt doch mal persönlich auswählen. Normalerweise mache ich es ungern, das Ziel selbst auszuwählen, aber hier hat es jetzt mal doch was gebracht. So, das macht jetzt wieder nämlich diesen schönen Gifteffekt. Und dieser Gifteffekt ist halt mega wichtig. Dass die den drauf haben und da richtig schön Schaden über Zeit zu bekommen. Und das ist dann schon ziemlich böse viel, was dabei rumkommt. Okay. Wir versammeln uns mal für den Last Stand hier. Gehen einen riesig großen Weg außen rum. Jetzt schaffe ich es rechtzeitig, da sogar noch so einen Durchstoßturm zu bauen. Andererseits ist er fast oben, oder? Ja, wohl. Ja, der kostet. Das kostet aber auch viel Zeit. Nee, so einfach komme ich da nicht hin. Da noch einen Turm, der ein bisschen Spaß haben kann. Zumindest niemals.
Was können sie denn angreifen? Kann aber auch nur ein bisschen Schaden hier und da verursachen, denke ich mal. Natürlich schön, wenn ich hier einige von diesen Helden da ein bisschen reduzieren könnte. Auch von den Lebenspunkten. Rüberkommen, ne? Ja, das war's mit dem Turm. Na toll, das war verfehlt. Oh oh, das ist nicht gut. Wir haben da überraschend viel rausgeholt aus dem ganzen Spaß, muss ich sagen. So, die kriegen wir auf jeden Fall noch reduziert. Wir müssen jetzt vorsichtig mit der Munition sein, das ist wichtig. Leute? Könnt ihr mal bitte aufhören, euch hier einfach überrennen zu lassen? Sehr freundlich. Ah, Mist, das Ding ist... Ja, okay, das war's. Ich hätte eigentlich vorne halten sollen, aber das war echt gut. Vor allem jetzt, weil ich die richtig viel... Also die Global Deals haben halt einfach so viel Schaden gemacht. Der hat jetzt quasi den Wind aus den Segeln verloren dadurch, aber ich habe trotzdem... Ach, ich verliere halt so viele wichtige Siedlungen. Ich kann es auch nicht mehr... Ich muss mit einigen Armeen einfach zurück. Lieber die Echse in der Hand als das Imperium auf dem Dach, oder wie war das? Ich habe denen aber ordentlich eine mitgegeben. Ja, die haben jetzt nur ja eingenommen, herzlichen Dank. Wir haben jetzt einfach zwei Siedlungen hier auf die Schnelle überrannt. Die wollen eine Forderung? Nee. Wenn ihr mir anbieten würdet, okay, aber ihr wollt 400 Gold von mir finden? Hallo? Wo leben wir? Während Sie eines Festmahls bei dem Feinde verschlungen werden und eure Kriegsherren eifersüchtig ihre Wänste vergleichen, prahlt einer von ihnen mit etwas zu lauten Worten von einem Plünderschatz. Ah, ja, ich glaube, das hat man schon mal. Lass sie darum kämpfen. Pustien, geschwundener Schweif, Schattenmagnet, lass sie darum kämpfen. Ja, komm. Okay, hier habe ich aber meine Ruhe bei Trea. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich hier, hier bei Festung soll. Solange die auch bestehen bleibt, ist gut. So, hier können wir mal den Typen noch loswerden. Renn doch nicht immer so weit weg. So, also ich hab dich noch erwischt. Gut. Den machen wir um. Ikit kann weiter einnehmen. Du kannst Myrmidons einfach belagern, solange bis die keinen Bock mehr haben. Ich glaube, der wird die wahrscheinlich so einfach einnehmen können, die Stadt. Oder? Nee, mannhafte Niederlage. Interessant. Belager die einfach und versuch sie dazu zu bringen, rauszukommen. Weil alle anderen Armeen würde ich gerne auf den Rückzug bewegen. Hier wieder auszuhelfen. Denn mir gefällt gar nicht, was hier passiert. Oh, ich habe jetzt ja auch kein Geld, um noch weitere Armeen auszuheben. Das ist so ein Problem. Pustin, du musst da auch mal hin. Beeil dich bitte. Waffenstärke für solchen Mönche. Ich meine, ich kann die ja beschwören zumindest.
Oh, Kosten für Heldenaktionen reduzieren. Wisst ihr was, das machen wir. Da in die Richtung gehen wir auch mal. Hier geht man automatisch in die Richtung. Mir gefällt nicht, dass ich so wenig... Komm, wir können noch mal... Ach, verdammt, das Rakete baut immer noch Cooldown. Die Giftwindkrieger haben so viel... Da bräuchte ich noch mehr. Bonus gegen große Feinde. Giftwindkrieger und Bonus. Geschossstärke. Nahkampfangriff stark verbessern. Machen wir die Geschossstärke nochmal besser. Ich weiß nicht, ob das Gift dadurch auch stärker wird, aber zumindest der erste Impact ist auch heftiger. Okay. Weiter geht die wilde Fahrt, meine Damen und Herren. Sehen Sie, staunen Sie. Wiesenland macht wieder nichts. Was macht Itza? Itza wird mir jetzt auch noch die andere Siedlung da hinten nehmen, nicht wahr? Ich habe die zumindest geslowt jetzt. Sie müssen ein bisschen Wunden lecken von deinem Angriff. Und vor allem von dem einen. Billion steht kurz bevor. Katarsin. Oh, nee. Okay, du musst hier bleiben. Dieser Wald ist so undankbar. Jetzt, da kommen halt wirklich immer mehr Armeen. Hör doch auf. Das war ein Witz. Das ist auch noch das ganze Jurassic Park, den die mitgebracht haben. Oh, Mann. Ich brauche bis zur nächsten Runde halt mal. Kann mir irgendjemand Geld geben? Du willst immer noch nicht Angriffspakt haben, ne? Gib mir mal Geld dafür, danke. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt auf der Suche nach einem Finanzier. Militärischer Zugang, die blutige Hand. Wisst ihr was? Hört sich doch gut an, nicht wahr? Plötzlich. Ich kann ziemlich schnell meine Meinung ändern, wie ihr sehen könnt. Okay, jetzt habe ich noch eine Runde mehr Zeit erkauft. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit auch irgendwas tun. Irgendwas tun klingt nach einer guten Idee. Hier, erstmal eine Runde regenerieren. Vielleicht können wir dann beim nächsten Mal sogar hier Zofrak einnehmen oder sowas. Ich muss irgendwoher Geld holen. Das würde das Einkommen noch minimal erhöhen. Ich meine, die Rebellionsarmee, die hier spawnt, wird mir auch nochmal Geld... Nein! Halt! Stopp! Warum? Warum? Weil du hier drin bist oder was? Ich wollte gerade sagen, komm bitte, lass die Rebellion hier spawnen. Ich möchte die kaputt machen und dadurch Geld verdienen. Die sollen undankbar sein und unzufrieden. Das ist mein gesamter Plan. Darauf basiert einfach alles. Okay, 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 okay. Machen wir das Pistole auch mal besser. Dann ist ja soweit gut, der Warblitz, ja komm. Ja, sehr viel mehr bauen kann ich nicht, wegen meinem Geld. Da muss ich wirklich aufpassen, also dieser Echsenangriff, dass der halt wirklich sogar gecalled war. Oder in derselben, wie ich glaube, jetzt hat schon eine ganze Weile mit den Krieg erklärt. Und jetzt, wo ich dann einfach mal so spaßenshalber realisiere, auch lieber beim Krieg, die könnten bestimmt mal vorbeikommen. Genau, da kommen die halt auch wirklich, also wirklich ein, zwei Runden drauf. TikTok Doom. Warum seid ihr nicht vollständig gefahren bis jetzt? Okay, schauen wir mal noch in die nächste Runde rein, würde ich sagen. Da ist ein Paxo. Der Paxomat. Ja, du kannst mich auch mal mit deinem Kack, ey. Guckt euch das an. Nee, das brauche ich gar nicht erst versuchen, auch wenn wir dann Katapult haben. Und das ist eigentlich eine schöne... Oh, das war eigentlich eine gute Garnison, aber ich hätte da nie im Leben irgendwas tot bekommen. Also ich hätte wieder Verluste... Oh mein Gott, ich werde auch wieder so viel... Oh mein Gott, ich verliere jetzt, glaube ich, so viel Geld. Nicht, dass ich jetzt schon pleite bin. Dann habe ich ein riesiges Problem. Wie viel hat mich das gekostet? Oh, diese Kackechsen von hinten. Ah, ich habe noch Geld. Okay, aber nächste Runde gehe ich tot. Laufe ich trocken.
hier. Ja, das mache ich jetzt. Ich meine, hier bekomme ich Geld. Ja, danke. Kommt mal her. Lasst euch umhauen, bitte. Danke. Gib vor allem nochmal extra Schatzkammer her. Danke. Das hat mir wieder eine Runde Puffer gegeben. Nächste Runde müssen wir mit Ikket wahrscheinlich einen Angriff führen. Und zwar müssen wir den manuell machen, sonst haben wir keine Chance. Das, bekommen. Jetzt kommen die sogar da unten. Oh mein Gott, ist Itza ja ekelhaft. Was ist denn das für eine Nummer? Das wird lustig. Ich sag's euch schon mal. Shit. Ja, du musst jetzt wirklich von da drüben kommen. Es gibt keine andere Wahl. Hier müssen wir auch mal Plünderzüge machen. Ich muss unbedingt an Geld kommen irgendwie. Das wird gar nicht mal so einfach, wenn ich mir die Armeen da angucke. Ich krieg die gar nicht so einfach überrascht hier. Die Situation wurde ziemlich schnell ziemlich uncool, muss ich gestehen. Ich kann echt nicht angepackt mit Camry vereinigen. Komm, das bisschen nehme ich auch mit. Das klingt gut. Frieden ist so schnell nicht drin. Ja, dann muss ich beim nächsten Mal diese Stadt hier. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich werde Myrmidens plündern. Statt jetzt einzunehmen. Ich muss mit Ikket jetzt dann auch schnell zurück. Ich würde jetzt einmal hier plündern, dann würde ich den Weg zurückfahren und schauen, dass ich Schaden verringere. Weil Sartosa ist ja komplett schutzlos hier. Und dann muss Ikket mal hinten rum und dann muss dann zurück und hier einmal aufräumen. Gescheit. Ansonsten haben wir da keine große Chance. Aber gut. Das wird ein Spaß fürs nächste Mal, würde ich sagen. Vor allem der Angriff mit Ikket jetzt hier auf Myrmidens zum Plündern vor allem. Ich werde hier wirklich die Stadt nur ausplündern, um richtig viel Geld mitzunehmen. Und dann heißt es ab nach Hause. Und Schadensbegrenzung treiben. Ich würde zu gern rüber und den Echsen reindreschen, aber das ist so ein weiter Weg. Das wird eklig. Ich müsste das einfach nur besser befestigen hier dann. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Bye-bye.